Die Frage nach unserer Identität beschäftigt uns seit Menschengedenken. Doch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, selbstlernenden Algorithmen und Robotern müssen wir neue Antworten finden. Denn unsere digitale Identität wird zum Schlüssel zur virtuellen und auch zur realen Welt. Die Frage, wem gehört unser digitales Ich? Die Zukunft der digitalen Identität wurde im Telefonica Basecamp aus philosophischer, gesellschaftspolitischer und auch aus ökonomischer Sicht diskutiert. Mit der Digitalisierung wird das digitale Ich zu einem immer wichtigeren Bestandteil unserer Existenz. Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht will die großen gesellschaftlichen Antworten der Digitalisierungsdiskussion erörtern. Vor 200 Jahren entstand die bürgerliche Gesellschaft durch die erste industrielle Revolution. Jetzt kommt das zweite Maschinenzeitalter, wo nicht die Hand, sondern das Gehirn ersetzt werden soll. Und wir werden ganz komplett wieder neu über Gesellschaft nachdenken und wir werden auch eine andere und veränderte Gesellschaft bekommen. Telefonica Deutschland-Chef Markus Haas erklärt, warum sich sein Unternehmen klare Prinzipien für den Einsatz von KI gegeben hat. Der Gesetzgeber hinkt ja hier mal ein bisschen hinterher. Und uns war es wichtig, bevor wir uns überlegen, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, dass wir uns einen Rahmen geben, dass wir auch offen und transparent sagen, dass der Mensch die letztliche Instanz ist. Der Schweizer Nationalrat Rüdi Noser sieht nicht nur die Gesellschaft betroffen. Er engagiert sich für die freie Entfaltung der Wirtschaft in der Digitalisierung. Bis jetzt war es ja eine Zentralisierung, wenn man Amazon, Facebook, Google und so weiter anschaut, Microsoft. Aber ich glaube, die neuen Technologien, die jetzt kommen, mit Blockchain und so weiter, sind urdemokratisch und geben eigentlich den kleinen Firmen die gleichen Chancen wie den großen. Astrid Karolus ist Projektleiterin der Kooperation Cyber Psychology der Universität Würzburg. Sie sieht keine große Diskrepanz zwischen dem Online- und Offline-Leben. Ich glaube, dass wir gerade an so einer Stelle stehen, wo wir erkennen, dass Digitalisierung wichtig ist. Das hören wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, dass wir so langsam sehen, okay, es ist wichtig. Die Bedeutung von KI und Big Data nimmt immer mehr zu. Ihre Rückwirkungen auf unsere digitale Identität sind bisher kaum absehbar. Datenhoheit für die Kunden ist für Telefonica ein zentrales Anliegen, erklärt Markus Haas. Nach unserem Werteverständnis in Europa eigentlich der Einzelne. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir viele digitale Spuren hinterlassen, dass wir viele in digitale Identitäten reingestolpert sind in den letzten Jahren, ohne uns bewusst zu sein, was man mit der Datenflut, die man generiert, welche Puzzlestücke man hinterlässt und welches Bild man eigentlich hinterlässt. Ziel sollte es sein, eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für die neuen Technologien zu schaffen. Dazu gehören neue Ethikstandards für die digitale Welt und verbindliche Regeln, die alle Interessen berücksichtigen, wie sie Telefonica vorgelegt hat. Richard David Precht stimmt Telefonica CEO Haas zu. Den enormen Nutzen der Digitalisierung erlebt jeder von uns im täglichen Leben. Leute, die das Ganze gestalten möchten, die also die Digitalisierung nicht erwarten wie den Regen, das macht die Politik. Ja, sie sieht quasi etwas, was auf sie zukommt und wo sie dann denkt, oh, ich werde nass, jetzt muss ich ja meinen Regenschirm kaufen. Sondern, dass man wieder strategisch antizipiert, was die zukünftigen Herausforderungen sein werden und sich gute Lösungen selber ausdenkt. Marco Preuß vom Europäischen Forschungs- und Analyseteam bei Kaspersky Lab blickt auf die Sicherheitsaspekte der Digitalisierung. Weil letztendlich geht es ja in den meisten Bereichen eben um Daten, sowohl sehr kritische Daten als auch normale Umgangsdaten. Aber letztendlich geht es immer darum, dass man diese Daten, auch die Dienste, die Infrastruktur und alles, was eben in diesem Thema zusammenhängt, schützen muss. Die Frage nach der Zukunft unserer digitalen Identität wurde dann auch ganz analog im Telefonica Basecamp weiter diskutiert.